Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute machen wir ein Unboxing von einem Kreuzleser. Ja? Ich habe mir das bestellt, weil viele Bekannte gesagt haben, das Ding musst du haben, wenn du was gerade machen willst. Das ist viel praktischer als eine normale Wasserwaage. Es gibt ja mittlerweile auch Laserwasserwaagen. Sowas habe ich mir dann nicht gekauft. Das ist ein bisschen günstiger im Vergleich, aber dieses Teil hier ersetzt euch im Prinzip die Laserwasserwaage. So, machen wir mal da auf. So, da ist es drin. So, boah, ein Riesenpaket. Ein Riesenpaket. Muss ich das mal wegmachen. Hier. So. So, und das ist er. Jetzt mit Stativ. Oh, und schaut mal, da gibt es auch so eine Wandhalterung. Moment, muss ich ein bisschen runter. So, es gibt hier eine Wandhalterung dazu. Ein Täschchen und Batterien sogar. Und das Stativ an sich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal auf. Schauen wir mal. Ziehen wir mal da. So, ist noch original versiegelt hier. Zack. Und da auch. Zack. So. Da sind die Batterien. Die Betriebsanleitung werde ich mir dann auch nochmal durchlesen und euch sagen, was ist denn das Wichtigste. So, da nehme ich mal an, ist dieser Kreuzleser jetzt drin. Ein schönes Taschel. Das ist nie schlecht. Das ist ja ein relativ interessantes Gerät, wie man da sieht. Das nivelliert sich auch von selber, das heißt, man stellt das hin und dann sagt es selber, was los ist. Aha, hier kann man den Modus, da haben wir sogar Punkt. Ja, wenn ihr das seht, da gibt es einen Punktleser, also längs, quer, kreuz. Ah, okay. Ja, interessant, interessant. Schauen wir uns mal kurz diese Wandhalterung an. Aha. Wie geht das? Ja. So. So. Warum kann ich da so hoch und das geht nicht da rein? Muss ich da irgendwie... Ah, wahrscheinlich muss man da einmal so rein. Ha, so. Ist schon ohne Betriebsanleitung rausgefunden, wie man das da irgendwie so rein macht. Ja, dann habt ihr so eine Wandhalterung. Könnt ihr da mit einem Loch anbringen und dann kreisrum diese Geschichte laufen lassen. Was ich auch interessant finde, wenn das da unten ein Standardverschluss ist, wie es bei einer Kamera ist, ja, dann habe ich gleichzeitig ein neues Kamerastativ. Ja, wenn wir da mal so, geht das raus. Und das mal da so raus. Hm. Aha, jetzt geht es ganz einfach. So, ja, braucht halt doch ein bisschen Platz, diese Geschichte. Ja, dann schauen wir mal her. Also das sieht echt fast wie eine normale Montageplatte aus. Könnte ich da nämlich theoretisch auch eine Kamera draufschrauben. Gut, das werde ich mir anschauen. Und jetzt aber, tja, kann da viel passieren. Laserstrahl, nicht in den Strahl blicken. Ganz, ganz wichtig, seht ihr. Also es ist doch ein wenig gefährlich. Also nichts für... kleine Kinder oder sowas. Ja, kleine Kinder sowieso nicht. Aber man soll nicht in den Laser blicken. Ah, Moment. Das war, glaube ich, diese Senklotfunktion, dieser Punkt da. Ja, weil da unten ist auch noch ein Loch.
da kommt dann auch ein Laser raus und da oben, und da kann man genau sagen, ah, wenn ich es jetzt hier hinstelle, wo muss ich denn die Lampe oder das Loch bohren, damit eine Geschichte genau dann hier hängt. So eine Senkloadfunktion. Okay, aber ich packe jetzt einfach mal die Batterien aus. Ich kann jetzt einfach nicht die Betriebsanleitung lesen. Ich mache das nachher noch, aber jetzt muss ich einfach mal da das Ding aufmachen. Ich denke, ihr versteht, wie das ist. So. So. Dann machen wir mal da auf. So, das Tolle ist natürlich immer, wenn da Batterien dabei sind, gell? Weil wenn keine Batterien dabei sind, ist immer doof, wenn man was kriegt. So, plus. Ja, da oben sieht man die Markierungen schön ins Blech eingearbeitet. Finde ich auch gar nicht schlecht. So, dann hier der On-Taster. On. On. Okay. Hey, cool, es funktioniert schon. So, jetzt, wenn ihr mal da hinten hinschaut, da oben, müsstet ihr eigentlich schon ganz leicht die Linien sehen. Also hier sieht man es. Seht ihr es? Also es ist, ich weiß nicht, ob das auf dem Video jetzt entsprechend durchkommt. Ich mach mal das weg. Da. So. Schauen wir mal kurz dahin. Ja doch, man müsste es eigentlich sehen, gell? Hier, da seht ihr schön den Kreuzlaser. Ja, toll. Und der nivelliert sich selber. Wenn ich da mal ein bisschen rumwackel, seht ihr, jetzt schwingt er sich ein, dass er dann hundertprozentig waagerecht und senkrecht ist. Drücken wir mal die Mode-Taste. Ah, so haben wir nur eine gerade, dann nur eine senkrechte und dann haben wir das Lot. Da seht ihr, Moment mal, ich zeige euch mal das. So, ich zeige euch das. Und zwar da sieht man da oben einen Punkt. Seht ihr den? Das heißt, der Laser geht jetzt an die Decke und zeigt mir, wo ich ein Loch bohren muss oder wo ich was befestigen muss, damit es genau hier drüber dringt, genau über diesen Punkt, wo ich den sehe. Und ich glaube, das Ganze geht nach unten auch. Seht ihr das? Oh je, jetzt muss ich ganz ruhig halten. Moment. So, seht ihr den Laserpunkt? Da muss ich was, oder wenn was da sein soll, dann muss ich es oben an der Stelle montieren, wo ich den Laser jetzt habe. Also ich habe nach oben und nach unten einen Punkt. Das ist ja cool, das ist ja echt cool. So, und da rot, nehme ich mal an, zeigt mir den Status, ob er gerade eingeschwungen ist, ja oder nein. Ah ja, rot, er ist nicht eingeschwungen. Jetzt ist er eingeschwungen. Echt cool. So, und jetzt schauen wir uns dann einen Praxistest an. Wir montieren einfach mal was mit dem Ding. So, und jetzt montieren wir hier mit dem Kreuzlaser PCL20 die Wandhalterung. Ja. Die ganzen Links mache ich euch unten ins Video rein. Und zwar, da sehe ich jetzt eine schöne Linie. Ich habe mir das vorher schon mal so ungefähr eingerichtet, damit ich weiß, wo die Punkte zu machen sind. Das müsste jetzt eigentlich recht gut gehen. Wobei, da sieht man jetzt einen kleinen, naja, was heißt ein Nachteil? Ich kann mir da Linien ja vorher dran machen. Ich habe hier die Papier, den Laser so, kann mir dann da eine Markierung machen. Ich weiß, ich will da rein, in diese Position. Ich habe mir jetzt einen Bleistift genommen und markiert es dann. Wobei, dann mache ich das lieber zuerst hier auf dieser Seite. So. So.
Hier. Eine Markierung hier. Und dann nochmal hier. Passt eh. So. Dann kann ich das auch wieder wegmachen. Wenn ich es einmal grob markiert habe. Oh, da war die eine Markierung. Ja, ich muss noch mal hinhalten, weil diese Wand ist behandelt, dass der Riesenkleber gut hält. Und jetzt hält natürlich ein Stift nicht mehr gut. So, jetzt sind wir da daneben. Da habe ich es gesehen. Dann sind wir da ungefähr. Ja? So, und da mache ich mir jetzt auch noch so einen Strich. So einen Strich, dann ist das genau in der Lage. So. Dann mache ich mir dasselbe jetzt nochmal für oben. Ja. So. Dass da so drauf halt. Beziehungsweise jetzt brauche ich den Laser fast gar nicht mehr. Ja. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich muss es doch offen lassen. Jetzt kann ich da sagen, ich habe hier die Position. Und wenn ich unten die Kreuzchen habe, dann kann ich mir die jetzt auch hier oben machen. Aber da mache ich mir nur so eine Linie, eine senkrechte. Ja, weil ich messe dann genau den Abstand von dieser Linie zu der Linie über die Maße hier ab. Also das mache ich jetzt nicht so freihand. Und dann mache ich mir auch da drüben noch ein Loch, da drüben oben. Und da unten werde ich wahrscheinlich das Ganze weglassen. Ich werde dann das Ganze nur mit 5 Schrauben anschrauben. Das sollte aber so auch reichen. So, jetzt habt ihr gesehen, was man da so mit einem Kreuzlaser machen kann. Damit könnt ihr natürlich auch Bilder aufhängen und wenn ihr zwei Montagepunkte braucht, die an einer Position sein sollen, könnt ihr das machen. Oder auch so ein Dekorfarbstreifen an der Decke oder 10-20 cm unterhalb der Decke zum Beispiel. Sowas könnt ihr damit machen. Gut, ich hoffe, dieses Unboxing, dieses Kreuzlasers hat euch Spaß gemacht. Wenn das so war, gebt mir gerne einen Like oder abonniert auch meinen Kanal, würde mich freuen, oder teilt das Video mit Freunden. Wenn euch das Produkt gut gefallen hat, ihr wollt euch sowas auch kaufen, dann habe ich euch unten auch einen Kauflink reingemacht. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.